Hi, hier ist Roland von Mobile Geeks und wir sind bei Binnetown auf der IFA 2013 und die britische Firma hat hier ein Telefon am Start, das heißt The Brick und der Name ist offensichtlich Programm, denn das Gerät ist im 80er-Jahre-Look gehalten, hat aber moderne Funktionen, unter anderem ist da eine SIM-Karte drin, man kann eine reinstecken, funktioniert gleichzeitig auch als Musikplayer und Bluetooth-Headset und Simon von Binnetown wird uns das Gerät mal kurz vorstellen. Hallo, ja, ich wollte euch dieses Telefon mal vorstellen. Das ist The Brick. Wir nennen es The Brick, weil es nachempfunden ist, den ersten Telefonen, die Mobiltelefonie begonnen haben. Die wurden Brick genannt, weil sie riesig waren. Das Gleiche haben wir auch gemacht. Wir haben es dem nachempfunden ein bisschen schöner gemacht, aber im Prinzip von der Größe her relativ ähnlich wie damals. Wie Roland gerade schon erwähnt hat, hier drin haben wir auch eine SIM-Karte. Also wenn man das hier aufmacht, müssen wir uns erstmal an unserer Riesenbatterie vorbei kämpfen. Diese Riesenbatterie hat bis zu 3 Monate Standby-Zeit. Wir haben sogar eine Batterie, die macht 6 Monate Standby-Zeit. Wenn ich das hier mal aufmache, dann sieht man hier drin, kann man eine SIM-Karte reinstecken. Wenn ich eine SIM-Karte reinstecke, dann ist es ein ganz normales Handy. 2G, kein Internet, ganz einfaches Handy. SD-Karte, wenn man Musik draufladen will oder eigene Ringtone, kann man alles draufladen. So, wenn man dieses Gerät dann zusammenbastelt, aber keine SIM-Karte drin hat, dann kann dieses Gerät einfach ein Bluetooth-Handset werden. Jetzt in meinem Fall, mein Samsung Android-Phone ist gelinkt an dieses Telefon. Wenn ich jetzt zum Beispiel in das Telefonbuch reingehe, dann habe ich Live-Zugang auf meine Kontakte. Das sind die Kontakte, die bei mir in meinem Telefon drin sind. Die werden also nicht runtergeladen, sondern ich habe den Zugang direkt dazu. Wenn ich zum Beispiel ins Callcenter gehe, kann ich auch die Anrufe sehen, zum Beispiel verpasste Anrufe, von meinem Smartphone. Ja, also Luana hat mich zum Beispiel gestern angerufen, die könnte ich jetzt zum Beispiel zurückrufen. Wenn ich die zurückrufe, wird das über mein Handy raustelefonieren. Ich kann aber mit meinem bequemen Handset wunderbar sprechen. So, wollte ich aber jetzt nicht anrufen. Was können wir noch für coole Sachen machen? Ja, wir haben auch noch die Möglichkeit, weil wir einen riesen Speaker hier hinten drin haben, können wir zum Beispiel auch Musik abspielen. Im Audioplayer hat er jetzt schon direkt Zugriff auf meine Spotify-Playlist. Und wenn ich das abspiele, kann man auch hier sehen, spielt hier ab. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel weiter drücke, verändert sich das Lied. Ja, und das ist das Brick. Ein Partyphone aus den 80ern. Alles klar, danke schön.